Den Gewerkschaften ist es darum gegangen, die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter zu verbessern. Der Alain Zahler ist vor allem froh, dass die Unia die Forderungen für flexiblere Arbeitszeiten zu Ungunsten der Arbeitnehmer und längere Arbeitstage konnte stoppen. Es hat darauf hinausgelaufen, dass man 10-Stunden-Tage hatte, 58 Stunden im Sommer zu arbeiten. Und das konnte man abwehren. Die höchste Arbeitszeit gesetzlich ist nach wie vor die 50 Stunden und nicht 58 Stunden. Und das ist wirklich den Bauarbeiter das wichtigste Anliegen gewesen, weil natürlich eben ihr Privatleben und auch die Gesundheit einfach darunter leidet, wenn man so lange muss arbeiten am Tag. Die Arbeitsstunden werden nicht weniger, wie die Unia gefordert hat. Sie werden aber auch nicht mehr. Die Kompromisslösung: eine Erhöhung des Mindestlohns von 100 Franken und eine Lohnerhöhung von 150 Franken im Monat für alle, die in der Baubranche arbeiten. 150 Franken mehr auf einen Effektivlohn ist enorm viel. Ich glaube, es ist ein guter Kompromiss. Wir hätten wirklich nicht höher rauf können. Wie bei so Verhandlungen üblich, sind viel diskutiert worden. Auch wenn beide Seiten von Anfang an gewusst haben, dass sie nicht alle Anliegen durchbringen können. Der Vorschlag für einen Arbeitsvertrag für die nächsten 2 Jahre steht. Am 9. Dezember entscheiden die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen, ob sie diesen Vorschlag annehmen.